Ja, und? Ja, ich weiß nicht, ich dachte, das kann man dann auch noch weiterspielen. Ich dachte, das wird immer so ein bisschen erweitert. Nee, es ging schon immer nur bis. Krass. Ich Bis. hätte gedacht, das geht noch Genau. weiter, ey. Ich dachte, wir haben dann einige Leute da, so viel Geld für bezahlt, ey. Ja. So. Aber in der Close Beta konntest du dir aussuchen, welches Game du joinst und so. Das ist per Zufall Was gewesen. Kann ich jetzt auch zocken oder kann ich jetzt nicht zocken? Ich habe Was einen neuen denn? Ja. Verbündeten, doch meine Die Feinde Beta. werden Wenn du es stärker. runterlädst. Ach, da ist es In gut zu deinem laufen. Battle.net-Account Um kannst du euch im ja. Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen. Ich bewundere Das eure Kraft geht? für die Oh, Warnung. er muss schon Nun, gehen. ich habe. Sie greifen die Barrikaden an! Jo. Nochmal Ey, da könnte ich ja theoretisch immer mit dir chatten, wenn du Diablo zockst und nicht WoW. Ja, das In den geht. Ruinen die Straße hinunter Das gibt es geht noch ja. mehr von ihnen. Ja. Aber jetzt eh jeden Tag online sein wirst, oder? Ich bin noch in Skype online, also ich glaube nicht, dass es das Problem ist. Siehste? Wenn du lieb bist, darfst du mich auch in Skype anrufen. Nochmal als Erklärung für die Zuschauer, dass ich. Mein Spiel ist gerade abgeschissen, deswegen sind wir mehr oder weniger mittendrin angefangen. Aber naja. Lädst du es gerade hoch oder was? Auch mit hoch. Ja. Ich nehme das gerade auf. Also wenn du irgendwas Schlechtes über Diablo sagst jetzt, dann gibt's Ärger. Aber so Sachen, so manche Sachen, die stören mich wirklich, dass man hier nur zu viert spielen kann, ist. Ja, aber das musst du eigentlich anders. Das wird ja anders. Da spielst du, also wenn das Spiel richtig rauskommt, spielst du mit bis zu 12, oder nicht? Ich meine, ich habe gelesen, es geht nur bis zu 4. Weil. Ja, Close Beta habe ich mit mehreren gespielt, da bin ich mir ganz sicher. Ja, es ist. Da habe ich mit. Ich glaube, da waren 9 Stück oder Ich so habe im das Game. extra nachgelesen, dass es nur 4 sein soll und dass es. Es wäre richtig kacke. Ja, weil es auch 5 Klassen gibt. Das heißt, es werden nie alle Klassen in einem Spiel drin sein können. Man musste sie aussuchen, die Klassen, also ja. Ja. Mit Strategie und so. Ja. Kommen nicht später auch so Dungeons und so? Bei WoW? So Instanzen? Ja. Weiß ich nicht. Raids? Ich. Gibt's da Raids? So mit 20 Mann oder so? Nee. Würde ich nicht sagen. Während ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines Ich habe mich auch kaum informiert hier. gemacht. Das Runensystem wurde ja geändert, man für die Skills. Vorher konnte man die ja aufsammeln, ne? Finden. Ja, irgendwie schon. Also das war, also als ich das gespielt habe, war das alles ein bisschen anders. Da gab es auch irgendwie andere Spells. Okay. Zum Beispiel den hatte ich gar nicht. Ich kann mal Arena zocken eigentlich. PvP schon, ja. Ich meine jetzt diese Arena da. Jetzt hier in der Beta nicht, aber sonst. Ja, das meine ich ja. Der Barbar. Ich will den Barbaren im PvP spielen, der ist voll cool, ey. Der hat auf Level. Ich glaube Level 9 oder so bekommt er so einen Skill. Da hat er dann so einen Blitzcrank Grab. Achso, ja, das habe ich eben schon gesehen in einem Video. Das ist voll cool. Ist richtig cool. Die sterben doch eigentlich voll schnell, oder? Wer? Weiß nicht so, die bei Diablo. Dass sie nur durch ihre Pots überleben oder so. Ja, so ziemlich. Also ist im PvP sozusagen das Spiel entscheiden, wie viel Pot einer dabei hat oder was? Nö, Treffsicherheit. Wenn du jemanden totschießt, bevor er einen Pot einsetzen kann. Ja, also wenn du jetzt von Diablo 2 mal ausgehst oder so, da war das meistens so, wenn du das Anti-Equip hattest, warst du mit einem Schuss tot oder so. Ja. Das heißt, du musst gut ausweichen können und gut treffen können. Ja. Also es ist schon Und dann, also skillbasierend. der inoffizielle Die inoffizielle Regel bei Duellen war sowieso immer ohne Pots. Ja, wenn dann hätten ja auch nur Regenerationstränke was gebracht, weil die ja Ja. instant heilen. Die anderen, die heilen ja langsam hoch. Das ist ja nicht negativhaft, langsam hochheilen. Doch.
Ja, wenn, wenn du mit mit einem Schuss oder mit zwei oder drei Schüssen dann, tot bist. Dann ist das kein PvP mehr für mich, Alter. Wenn du mit einem Schuss tot geht, der Typ. Jetzt kommt drauf an, welcher du bist. Wenn du jetzt als ein Zauberer bist du mit einem Schuss tot. Das ist ja übertrieben. Du kannst sagen, hast du verkackt, wenn der Typ einfach einen Lucky Shot hat oder so. Scheißegal. Treffen musst du ja schon. Die Arena ist ja riesig. Es ist ja keine Arena, sondern. Ich hab's ja gesehen. Die war ja so groß, war die auch nicht. Hier in Diablo 3? War schon groß genug? Ja, die 3 meine ich ja. Ach so, hier überlebst du länger, würde ich sagen. Danke für eure Hilfe. Da sind ja 4 Säulen irgendwo, meine ich. Könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Waren doch 4 Säulen, oder? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht auf. Ja, ich meine, das waren 4 Säulen. Und das sollte sie auch nicht. Wer war denn? Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Die war ja so aufgebaut wie in einer Arena in WoW. Ich würde ja sagen, es ist so wie in League of Legends mit dem Sterben. Man kann mit einem Schuss sterben, muss man aber nicht. Halt, stell dir vor, das wären alles League of Legends Champs und die Map war so klein und. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel. Und halt so. Zuerst müssen wir in die Kathedrale. So ein Caster kann dich so wegnuken und ein Tank steht da halt. Würde ich jetzt so sagen. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Ja, ich bin mal kurz auf. Und hier haben die Pots ja auch ein CD. Ja. Weiß ich nicht, ich hab noch keinen benutzt. Ich brauche noch keinen. Ich hab schon öfters aus Versehen einen benutzt. Weil ich meinen ersten Skill benutzen wollte und halt Q gedrückt habe, League of Legends und so. Die haben irgendwie 10 Sekunden Cooldown oder so. Moment. Ach, ich kann gar keinen einsetzen mit vollem Leben. Folgt mir. Eure Mutter hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihr nie geglaubt. Soll ich hier noch welche reinlassen? Ja, dann sind die Mobs vielleicht ein bisschen stärker. Ja, dann. Keine Ahnung, weil so mache ich ja gerade alles irgendwie mit einem Schlag kaputt. Bist du auch Level 9? Ja. Die Kugel ist eh total overpowered hier. Ich durchsuche die Kathedrale. Die hier? Nee, diese Galaxie, die du da schießt, die Frostdover. Die Frostsphäre. Achso, ja, die benutze ich gar nicht. Die finde ich irgendwie voll kacke. Ich tröste die, die haut alles mit einem Schlag weg. Dennoch. Meinst du? Wohin auch immer er aufgebrochen ist. Warte. Die Hölle. Diese Sphäre da, die du verteilst. Der Schatten. Ja, genau, die. Tristram, die macht ja AOE-Damage und. Aber die und Aiden werde ich zerstückelt einfach alles. Sein, bevor es so wird. Mal schauen, was ich hier für eine Fertigkeit habe. Werft ein Messer. Okay. Das Spiel ist öffentlich, aber es kommt keiner rein. Oh. Hätten wir direkt am Start machen sollen. Yeah, ich hab Gürtel. Krass. In der Close Beta sind auch richtig viele Ringe gedroppt. Ich habe hier noch gar keinen Ring droppen sehen. Ja. Ich habe auch noch keinen. Ich habe nur im Shop ein, zwei gesehen. Aber es wurde eh in letzter Zeit alles Mögliche geändert. Ja. Skillsystem, Items gibt's nicht mehr. Das Stadtportal wurde rausgenommen, reingenommen, alles mögliche. Da gab's ja auch irgendwie noch so ein Ding, dass du öffnen kannst und dann einfach verkaufen kannst, wo gerade wo du bist, ja. Irgendwo. Hast du so einen mitnehmbaren Shop gehabt. Kessel von Jordan. Hier ist der Stern also ja, irgendwie sowas. Yay, Stufe 3. Hä, was bringt denn... Ach so, die dringen durch. Und ein einfangender Schuss. Ah, hier vielleicht ein Fall Schattenenergie, sodass er bis zu 2 Gegner verlangsamt. Ja, ja, ist glaube ich sowas wie bei MF. Ach so, dass er auf den hinteren springt noch? Ja. So meinte Christoph das zumindest gestern. Ich will eine zweite Armbrust haben. Du kannst Dual-Armbrust tragen, das ist voll cool. Ach stimmt, ja. Das ist richtig cool. Dual-Armbrust.
sind denn das für Ketten? Kommen die von dir? Hä? Kommen diese Ketten von dir? Ich Ketten. Was sind das von mir? Ah, das sind meine. Dieses MF-Ding. Dann haben die so eine Kette zwischen sich, zwei Gegner. Ah. Mach dem gar keinen Schaden, ey. Bin aber echt gespannt auf die Endbosse hier, ey. In manchen Videos sieht man das ja, dass die Endbosse riesig sind. Und ich bin verflucht. Ach so, ja, weiß ich nicht. Von König Leoriks Armee lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Zack. Eine Armbrust. Oh. Sieht aber schon cool aus, dieser Schuss. Da kommt gleich noch ein geilerer. Der ist richtig wert. Hier ist ein Bogen. Hier. Ich. Wo weißt du das denn? Ach so. Ja, ich kann nur Dual Armbrust, nicht Bogen. Ach so. Einhand Armbrüste. Glaube ich. Ich bin mir da auch nicht sicher. Habe ich noch gar nicht getestet. Aber ich habe es in dem Video gesehen. Ja, nee, das geht wirklich. Das habe ich auch schon ausprobiert. Aber hier, wenn hier jetzt irgendwas droppt. Dann droppen bei mir andere Sachen als bei dir, ne? Ja. Aber wenn man die runterschmeißt, kann der andere die trotzdem aufheben. Das ist so komisch. Dann gibt's nicht dieses Hack. Weglooten. Ja, bei Endboss. Das fand ich immer voll geil. Ja. Weil ich habe immer alles gekriegt. Wenn man eine gute Leitung hat, hat man bei Ballruns oder so immer alles schön abgreifen können. Ja, oder? So. Ach, ich komme her, ne? Aber hier im Koop ist das total. Es müssen schon alle vier sterben, damit man ein Problem hat, weil man kann sich gegenseitig wiederbeleben, wenn einer stirbt. Echt? Ja, ich kann ja gleich mal einfach sterben, dann testen wir das mal aus. Ich glaube, das channelt dann eine Weile und darf nicht unterbrochen werden, aber man kann sich einfach wiederbeleben. Hm. Ich bleib mal in der nächsten Gegnerhorde drin stehen. Okay. Wenn die mich denn angreifen würden. Hallo! Ich glaube, die wollen lieber zu mir. Hä? Ich habe mich selbst geheilt. Ach so, da ist so ein Orb gedroppt. Ich glaube, das wird nichts mit sterben. Blöde Mobs. Hey, ich bin kurz davor. Hey, mein Bildschirm wird rot. Heilt mich. Fast tot. Und jetzt! Jetzt! Tot, ihr Held wurde getötet. Bla bla bla. Kannst du? Mhm. Wie schon.
Guck dir. Das ist kack. Nicht genug Hass. Aber so hat jeder sein eigenes Magic Find. Was hat er? Jeder hat es. Ach so, ja. Ich fühle mich. Gibt's das hier wieder? Ja. Sieht man doch auf manchen Items. Hast du noch keins? Glaub ich nicht. Ich guck mal einmal. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ab! Die Macht des gefallenen Sterns hat mich entdeckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Ich fand, der war aber auch schwerer in der Close Beta, der Endboss. Da sind wir sogar einmal dran gestorben. Okay. Der hat viel mehr Schaden gemacht, ey. Wenn du dich einmal getroffen hast, warst du halb tot. Ich kann von hier oben runterschießen, ey. Wenn dann mal Gegner spawnen würden. Guck, von ganz hier oben. Ich bin stärker geworden. Yay, ich hab ein Skill bekommen. Ja, was ist Krähenfüße? Okay. Ah, da wo ich stehe, werden einfach welche hingelegt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Ich habe mir einen Helm gebaut, beziehungsweise gecraftet, den ich erst auf Level 10 tragen kann. Wir müssen Man kann sich auch... Ich kann schon Sachen craften für Level 20 und so. Ja, das habe ich gerade eben bei dir im Video gesehen, dass du da diese Skills ja charakterübergreifend gehen. Ja. Ne? Die Truhe ist charakterübergreifend, das Gold ist charakterübergreifend und der Handwerker, weil ich habe hier Items, kann ich sogar tragen, fett. Die sind richtig gute Items. Das mache ich schon richtig viel Damage, eigentlich. Du lebst! Dank dir! Ich habe einen neuen Verbündeten, doch meine Feinde werden... Wow, wir haben einen neuen. Level 10. Ich kann sogar schon gelbe Sachen craften. Echt? Hm. Krass. Wenn ich das jetzt noch 6000 nochmal reinstecke, dann habe ich Stufe 3. 6000. Ach, wir müssen zu dem Schmied. Du kannst später auch noch so eine Rolle. Ja. Die ist cool. Wayne halt, ne? Ja. Schmied. Deckard Kane sagte, ihr könntet helfen, die... Nicht jetzt. Meine Frau, sie... Dieses Tor ist auf Befehl... Ah ja, wahrscheinlich sehen wir das dann gleich. Der Level 10er ist nämlich ein Demon Hunter. Stimmt. Und ein Level 4 Barbar. Barbar hat Hannes gespielt. Den hab ich auch schon gesehen. Den Barbaren finde ich echt cool. Oh, ich kann die Mobs jetzt nicht mal mehr one-hitten. Ja, endlich. Die Pfeile, die prallen ja ab. Das ist ja cool. Hast du noch nicht alle gespielt? Nö. Wen hast du nur gespielt? Ich habe eigentlich bis jetzt nur den Magier gespielt.
Ach so. Weil die anderen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn ich anfange, spiele ich sowieso den Magier, also von daher. Die anderen Klassen habe ich zwar alle schon gesehen, aber... Ich weiß noch gar nicht. Entweder den Mönch oder den Barbaren. Ich will eine Nahkampfklasse, aber... Nahkampf will ich ja gerade eben nicht. Das weiß nicht. Mage war sowieso mal... Damit musstest du bei Diablo 2 anfangen, damit du später halt diesen Teleport hattest, bis du dann irgendwann mal deinen, wie ist das denn nochmal? Enigma oder ja, so, ne? Ja, Enigma. Zum Teleport? Ja. Die Rüstung. Kannst du halt am besten erst mit Mage anfangen, bis du dir das gefarmt hast. Ich hab auch mit Mage. Ne, mit dem Totenbeschwörer, aber dann musste ich. Gezwungen. Totenbeschwörer ist sowieso total kacke, finde ich. Ja, den habe ich auch nur bis 30 gespielt und dann... Den konntest du auch nicht wirklich gebrauchen. Mit dem konntest du zwar einfach das Game alleine durchspielen, also... Naja, die Story war gut keine hatte. Mit ihm. Aber... Ansonsten... Weiß nicht. William und ich sind ja angefangen mit Close Battle Net zu spielen. Das ist richtig schwer, das so durchzuspielen. Also wenn man nicht gerusht wird und so. Zu verlängern, zu einem großen und grausamen Preis für alle. Das Böse in ihnen. Ah, sind zu viele. Bis es sie alle verzehrt hatte und sie sich am falschen Ende des Geigens. Ah, ich bin vier. Jetzt sind die schon ein bisschen härter hier. Alter, macht mich ja sogar fast tot, Mann. Weil die anderen da weglaufen, die sollten mal. Bekommen die auch kaum noch tot. Krass. Ich setze jetzt meinen ersten Healpot ein, ey. Ich finde das auch cool, wie die Körper durch die Gegend fliegen, ey. Ja. Oh. Ich bin gleich Level up. Yay, er ist Level 11 geworden. Sieht auch cool aus, so ein Level up. Ja, Level up sieht richtig geil aus. Alter, was ist denn das schon wieder für einer, ey? Krass! Ich bin einfach dauerhaft gefiert, ey. Ja. Yeah. Yay. Diese Auren, die... gelten für alle, ne? Ja, die sind richtig geil. Schön XP-Bonus. Ach ne, ist ja gar kein XP-Bonus. Ist Damage. Es gibt auch einen mit EP-Bonus, oder? Ja, und MF. Also, Magic Finder. Ja. Jetzt braucht man sich auch nicht mehr drum streiten, jetzt bekommen alle den Bonus. Nochmal hin. Wir müssen die Dinger da absuchen. Gibt's drei Stück und in einem ist die Krone drin. Die wir brauchen. Stimmt. Ich bin platt gemacht. Wo bist du? Draußen. Komm mal rein hier. Die laufen schon weiter. Ja. Brauch diesen Sprung. Na, den lernst du erst ganz spät. Beim Barbaren ist das voll cool. Yay, Level 11. Das ist dann schon 18. So ein kleiner Teleport. Das ist ganz praktisch. Oh. New Passive Skill. Cool. Was ist denn das jetzt? Der Zauberin bin ich auch erst Level 9.
Wofür kommst du denn bei 10? Warte, ich hab hier gerade irgendwie so ein Passiv-Skill gekriegt. Ach so, ja. Hier ist Melee Damage Tank. Tree Power Wizards. Ja, auf 10 habe ich auch mit dem Mönch eine Passiv bekommen. Ich glaube irgendwie Attack Speed. Oh, okay. Ach, man kann jederzeit umskillen. Ja. Na toll, jetzt habe ich eine Passiv bekommen und keine Fähigkeit oder was. So kack. Kannst du doch nachschauen. Bei diesem Schwertsymbol und dann kannst du gucken. Ja, aber. Wenn du 12 bekommst du eine nächste aktive. Und danach krieg ich richtig geile Fähigkeiten, ey. Wie so ein Feuerregen, ein Tornado und so. 11 bekommst du auch noch. Ein Skill. Für die linke Maustaste. Oder? Ja. Gut. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich finde diese Portale auch ziemlich cool mit den Flaggen. Irgendwie konnte man auch die Flaggen einfach hier setzen. Ich habe welche gesehen, die haben einfach ihre Flagge hier mitten rein. Hier so jetzt zum Beispiel. Haben die einfach ihre Flagge auf den Boden geschmissen. Komisch. Mal in der Steuerung. Oh, Gameplay, Tastenbelegung hier, Fertigkeitenmenü, bla, Begleitermenü, Karte anzeigen, Stillstand erzwingen, sekundäre Tränke, statt. Hier, Banner. G. Mit G kannst du einfach. Cool, Moment. Oh. Yeah. Wo deine Maus gerade ist. Ich warte immer noch. Und was bringt das? Huh? Tja, jetzt haben wir einen Banner. Komisch. Yeah.